Hallo, hallo, bin ich schon live? Jetzt. Hallo, 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 einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Sonntagmorgen, Zeit zum Live-Event. Und heute mit neuer Technik. Gut ausgeleuchtet und kein Rauschen im Hintergrund. Wie genial. Klappt. So. Jetzt dürfen noch Zuschauer mich finden. Liebes Facebook, zeig mal bitte, dass ich live bin. Dass wir starten können hier. Ein bisschen eintauchen können in den Zauber der Rauhnächte. Bin ich auch in der richtigen Gruppe? Genau. Ja. Okay. Gut. Ja, Zuschauer sind auch da. Wie schön. Schreibt mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Auf meiner Testseite funktioniert es zumindest, ob Ton auch passt. Mal gucken, wie der Ton hier am Computer eingestellt ist. Das dürfte passen. Das bisschen lauter stellen. So. Okay. Ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagmorgen. So schön, dass du da bist. So schön, dass du dir Zeit nimmst für dich hier. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr und dir Inspirationen holst. Wie du jetzige Situationen besser meistern kannst. Und vielleicht verknüpfst du mit dem Titel jetzige Situationen in erster Linie sogar diese jetzige besondere C-Situation. Und Wahrheit, haben wir nicht immer ganz besondere Situationen? Ich habe heute Morgen, bevor ich hier, ja, Computer alles angemacht habe, habe ich eine Karte gezogen. Und damit würde ich auch gerne starten mal und dir die mal, ja, vorlesen. Weil ich finde, das ist so ein wunderbarer Einstieg zu diesem Thema heute. Was auch immer im Außen in deinem Leben passiert, warum hörst du nicht auf, dich dafür zu verurteilen? Wie glaubst du, kann Heilung geschehen, außer aus Liebe zu dir selbst? Alles, was dir begegnet in deinem Leben, will dir helfen, die Stufen der Bewusstseinsleiter nach oben zu gehen. Das passt so wunderbar zu diesem Thema hier. Was auch immer dir in deinem Außen begegnet, warum hörst du nicht auf, dich dafür zu verurteilen? Wir haben so viele Programme in uns angelegt, wo wir uns selbst be- und verurteilen, glauben, mit uns ist etwas falsch. Lausch mal in dich hinein. Wie oft hast du dich vielleicht sogar in deiner Kinderstube schon irgendwie fehl am Platz gefühlt? Hast gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Glaubtest, mit dir ist irgendwas nicht richtig. Oder dachtest, da draußen stimmt irgendwie was nicht. Und wie sehr zieht sich das vielleicht sogar durch dein ganzes Leben durch, bis eben? Und wie sehr sind wir dann geneigt, uns selbst zu be- und verurteilen? Und gleichzeitig auch im Außen Dinge zu be- und verurteilen. Und jedes Mal, wenn wir etwas verurteilen, etwas ablehnen, Widerstand aufbauen, damit
Und ja, uns auch schon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber auch schon eine Meinung über etwas bilden. Legen wir Programme in unserem Unterbewusstsein an, in unserem Unbewussten. Und machen quasi im Hinblick auf das Universum Deckel zu. Und das Universum kann uns nichts anderes liefern als das, was wir bis eben, bis gestern, bis vorgestern, bis jetzt als Lebenswirklichkeit vorfinden. Und gleichzeitig wundern wir uns dann und sagen, das wollte ich doch eigentlich nicht mehr. Und diese jetzige besondere Situation, die wir da draußen gerade haben, Wahrheit, darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass für dich, für uns alle hier, auch darin ein riesengroßes Geschenk liegt, auf der einen Seite, wie viel an Neues ist gerade am Entstehen, wie sehr es vielleicht gerade, auch wenn es total crazy ausschaut und du dich bis eben noch vollkommen ausgeliefert gefühlt hast der Situation, wie sehr es gerade die Welt für dich und für alle am Entstehen, so wie wir sie eigentlich vielleicht alle haben möchten. Auch wenn es jetzt so ausschaut, dass alles in eine Richtung geht, wo man vielleicht denkt, woher das Hirn regnet oder was auch immer. Wo ist das Geschenk für dich? Hast du dich das schon mal gefragt? Wo liegen die vielen Geschenke verborgen für dich? Wie viel mehr ist gerade jetzt für dich möglich, dir deine Lebenswirklichkeit selbst zu erschaffen? Könnte es sein, lausch mal mit deinem Herzen hin überhaupt, bei dem, was ich dir heute hier weitergebe, Einladung. Lausch mal ganz viel mit deinem Herzen jetzt hin und den Kopf, den Denker, den geht es nicht darum auszuschalten, aber setz ihn mal als Beobachter ein. Beobachte mal, was der Kopf denkt. Der denkt vielleicht bei dem einen oder anderen mal, was redet die da, was für ein Unsinn, was für ein Schwachsinn, das funktioniert doch gar nicht und und. Und schau mal, wie viel es dir jetzt mal gelingen darf, mit deinem Herzen hinzulauschen. Und diese leise Stimme wahrzunehmen, was dein Herz dazu sagt. Weil Wahrheit, jeder von uns, du, ich, ausnahmslos jeder, ist auf dem gleichen Weg hierher gekommen, auf unsere wunderschöne Welt. Ich kenne niemanden, der irgendwie mit einem UFO hier abgesetzt wurde oder mit sonst irgendwas. Wir alle haben irgendwann mal auf einer höheren Ebene, auf einer lichtvollen Ebene, uns unsere Seelenfamilie ausgesucht und gesagt, okay, da inkarnieren wir. Ich habe viele Jahre gesagt, ich gehöre hier nicht hin. Vor allem gehöre ich nicht in diese Familie, wo ich inkarniert habe. Ich muss da irgendwo mal einen falschen Kanal entdeckt, einen falschen Kanal erwischt haben und habe dann von unterwegs gesagt, nein, da will ich nicht hin. Und die da oben haben gesagt, zu spät musst du jetzt durch. Und also das waren viele Jahre meine Gedanken, weil ich mich einfach falsch gefühlt habe, weil ich einfach auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens war, weil ich einfach mir so viel die Frage gestellt habe, und dir geht's, denke ich mal, ähnlich jetzt gerade noch, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das Ganze hier, vor allem auch, was soll diese ganze besondere, crazy Situation, die wir gerade haben. Und was ist meine Aufgabe hier?
Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Das muss doch irgendwo einen Sinn haben. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du denkst, irgendwie muss doch da gerade jetzt noch mehr für mich möglich sein, als das, was ich bis eben lebe. Und vielleicht spürst du, dass es da etwas in dir gibt, das du mit hierher gebracht hast. Ich nenne das gerne Seelenplan, Lebensaufgabe, Mission. Das sind drei Komponenten, die da ineinander greifen. Seelenplan, Lebensaufgabe und Mission. Das ist nochmal was anderes als Vision. Du hast eine Mission mit hierher gebracht, warum du hierher gekommen bist. Weil in unserem Kosmos hier, Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Ordnung. Es hat alles seine perfekte Ordnung, immer, zu jeder Zeit. Auch wenn es gerade jetzt vielleicht eine Challenge ist, diese sich dahinter befindende Ordnung zu erkennen. Und auch wenn ganz viel Schatten vielleicht gerade da ist, wo Licht ist, hat der Schatten langfristig niemals eine Chance. Du kannst dir die Situation jetzt vielleicht auch so vorstellen, dass im Hinblick auf die Höherschwingung der Erde und dem ganzen Universum, da war bis eben noch so eine 75 Watt Birne an. Und jetzt ist diese 75 Watt Birne gerade dabei, sich zu einer 100 Watt Birne zu entwickeln. Und da sieht man natürlich ganz viele Schatten erstmal. Nur je mehr das Licht sich verbreitet, umso weniger haben die Schatten eine Chance. Auch wenn es gerade vielleicht jetzt gar nicht so danach ausschaut. Und dennoch in die jetzige Zeitqualität passt, denn die Nächte werden jetzt immer länger, wir bewegen uns auf die Wintersonnenwende zu, die Tage werden immer kürzer und da geschieht natürlich auch mit uns, wir alle sind ein Teil dieser Natur, ganz, ganz viel. Und letzten Endes, wir schieben jetzt Wahrheit ganz viel auf die jetzige Situation im Außen. Aber Wahrheit, was wäre? Und sorry, wenn ich dich jetzt damit vielleicht triggere. Und irgendwie denkt's in dir, was auch immer über mich, egal. Sorry und auch nicht sorry, weil das, was dich vielleicht am meisten triggert, was in dir am meisten auf Resonanz stößt, was wäre, wenn genau das die Dinge sind, die in dir verborgen sind, die geliebt werden möchten? Weil es können dich nur Dinge erreichen, triggern, auf Resonanz in dir stoßen. Es muss ja auch nicht immer so sein, dass dich das so triggert, dass du wütend auf jemanden im Außen bist oder jemanden verurteilst oder was. Sondern du kannst nur Dinge in jemand anderen sehen, die auch in dir verborgen sind. Sonst würde es das nicht in dir, auf dir in Resonanz stoßen und du würdest es nicht sehen. Und worauf ich hinaus wollte, Wahrheit, wenn es darum geht, den Seelenplan zu entdecken, deine Mission, deine Lebensaufgabe, gibt es da nicht immer besondere Situationen, wo wir uns Geschichten erzählen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil ich zu alt bin, weil ich zu jung bin, weil der Partner nicht mitzieht, weil die Kinder jetzt noch zu klein sind, weil. So gesehen gibt es immer besondere Situationen. Und den Seelenplan zu entdecken und das Leben wirklich zu meistern, wirklich die eigene Botschaft zu leben, ist immer eine besondere Situation. Warum? Weil du damit ganz, ganz enorm
Das hier verlässt deine Komfortzone. Das ist das Gewohnte. So. Die meisten von uns, die meisten Menschen, haben ihr Leben so weit reduziert, ungewollt natürlich, dass es im übertragenen Sinne, ja, auf eine Briefmarke passt oder auf eine Postkarte, wie auch immer. Und alles, was außerhalb dieser Karte liegt, ist ein enormes Verlassen der Komfortzone. Und da gibt es so Bereiche in unserem Gehirn, das Großhirn sagt, ja, in die Richtung geht's. Und das Kleinhirn und unser Stammhirn, das sind einfach noch synaptische Verbindungen aus Zeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren, wo Ängste berechtigterweise da waren, auch Todesängste, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dass da eine Todesangst da ist, weil der Säbelzahntiger um die Ecke hocken konnte. Und das war berechtigt. Und das sind so die Dinge, die dann unbewusst ablaufen, wo das Stammhirn sagt, auf gar keinen Fall machen wir das. Weil es einfach keine Referenzpunkte hat, was außerhalb dieser Komfortzone passiert. Und du, wo du hier zuschaust, wo du hier in unserer Erfolgscommunity bist, wo du irgendwo in meinem universellen Feld bist, Wahrheit, kann es sein, dass du zu den Menschen gehörst, das behaupte ich jetzt einfach so, das ist so, sonst wärst du nicht hier in meinem universellen Feld gelandet. Du willst dich nicht weiter zufrieden geben mit irgendwelchen Situationen in deinem Leben. Du willst dich nicht weiter zufrieden geben mit deinem 9-to-5-Job, der dir zwar monatlich ein gewisses Einkommen bringt, den Kühlschrank füllt, weißt ja, wie das ist, ich war ja 30 Jahre im öffentlichen Dienst, war stolz auf diese Stelle, unkündbar, ein gutes Einkommen gehabt und dennoch habe ich mich fehl am Platz gefühlt. Wahrscheinlich geht es dir auch genauso, dass du dich beruflich, vielleicht auch privat, in gewissen Bereichen fehl am Platz einfach fühlst. Auf der einen Seite dankbar bist für dein Leben, auf der anderen Seite aber auch total unzufrieden mit dem, was du im Außen gerade vorfindest. Und gleichzeitig hast du gefühlt 1000 Talente, 1000 Interessen, 1000 Fähigkeiten, vielleicht auch schon gefühlt hunderte von Ausbildungen gemacht, Fortbildungen, Seminare besucht, Bücher gelesen, autodidaktisch dich weitergebildet, was auch immer, und weiß deshalb gar nicht, ja, was ist denn jetzt das eine Ding, was mich ausmacht, mit dem ich jetzt durchstarten könnte? Vielleicht gehörst du sogar zu denjenigen, die schon eine tolle Webseite sich gebaut haben oder haben bauen lassen für viel Geld oder selbst gefühlt 1000 Stunden dran gehangen haben und dich jetzt wunderst, warum funktioniert es nicht? Warum interessiert sich keiner für mich? Warum bucht niemand bei mir oder was auch immer du anbieten möchtest? Das Ding ist, und ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, als ich vor 18 Jahren gestartet bin, ich weiß noch, wie stolz ich auf die erste Webseite war. Und damals funktionierte das auch mit Webseiten, mit Flyern, also Homepages, mit Flyern und solchen Dingen, funktionierte das auch noch. Aber das entspricht definitiv dem jetzigen Zeitalter nicht mehr, der jetzigen Zeitqualität, die wir haben. Und letzten Endes, ich war ja auch viele Jahre mit so einem Bauchladen unterwegs, habe, keine Ahnung, alles Mögliche bedient,
sei es über das Erschaffen der Lebenswirklichkeit, über Kinder durch die Pubertät begleiten, über Ernährung, vegetarische Ernährung, Rohkosternährung, vegane Ernährung, Wildkräuter, dann war ich mal eine Weile Richtung Selbstversorger unterwegs und. Also auch ökologisch angehaucht und keine Ahnung, dann eine Ausbildung zur Heilerin gemacht, in der Richtung unterwegs und alles Mögliche. Und immer das Gefühl gehabt, es läuft nicht rund. Es war immer anstrengend. Immer wieder so jeden Monat auf ein neues. Deshalb habe ich mich viele, viele Jahre auch nicht getraut, da tatsächlich auch zu kündigen und durchzustarten. Und weil ich keinen Plan hatte, wie ich diese gefühlt tausend Talente und Fähigkeiten, die du ja auch in dir trägst, zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügen kannst. Und diese jetzige Situation, die wir haben, da draußen noch einmal darauf zu sprechen zu kommen. Es gibt Naturgesetze. Und diese Naturgesetze, die sind niemals außer Kraft gesetzt. Die gelten immer. Das ist das Gesetz der Gedanken, der Abhängigkeit, der Schwingung, der Polarität, des Rhythmus, der Ursache und Wirkung und des Geschlechts. Diese Naturgesetze, die gelten immer, ausnahmslos immer. Die sind niemals außen vor. Und diese besondere Zeit jetzt, die Rauhnächte, die am 21. Dezember beginnen, wo ganz besondere Energien nochmal herrschen, jetzt nicht so ins Detail von den Rauhnächten eintauchen, da habe ich ja letzte Woche schon ein Live hier gemacht. Und deshalb nenne ich das auch der Zauber der Rauhnächte, weil in diesen Tagen so ein ganz besonderer Zauber innewohnt, nämlich der Zauber, wo du eintauchen kannst in diese ganz besonderen Energien, um mal so richtig zu dir selbst Kontakt aufzunehmen, so richtig ganz bei dir anzukommen, deine Wahrheit, deine tiefe innere Weisheit, die in dir verborgen ist, definitiv zu erkennen, um quasi diese besonderen Energien auch anzuzapfen, wenn du das so möchtest, so formulieren möchtest. Und damit dann dich mental ausrichten kannst auf das neue Jahr, auf das, was ganz neu entstehen möchte. Und das entsteht erstmal bei dir im Innen, wie innen so außen, niemals umgekehrt. Deine Lebenswirklichkeit, so wie du es gerne im Außen hättest, entsteht immer im Innen. Die kann niemals im Außen entstehen. Eines der Naturgesetze. Das, was du aussendest, das ist das, was du als Lebenswirklichkeit auf der Projektion deiner Leinwand im Außen siehst im Leben. Wie innen so außen, niemals umgekehrt. Und wie viel mehr an Wissen, an Weisheit ist in dir verborgen, als das, was du bis eben lebst. Nur der bisherige Weg, den du gegangen bist, mit ganz, ganz vielen Ablenkungen im Außen, mit ganz, ganz vielen Schleiern, Muster und Prägungen, die über uns alle gelegt wurden, in der Kinderstube, in der Schulzeit und dann später auch, wo wir angefangen haben, Dingen im Außen viel mehr zu vertrauen als unserer eigenen Weisheit und Wahrheit in uns. Wo wir angefangen haben, und das ist jetzt keine Verurteilung oder keine Beschimpfung von Elternhaus oder von dem Umfeld. Erstens wussten die es ja auch nicht besser und die haben mit Sicherheit nach bestem Wissen und Gewissen jedem von uns alles weitergegeben.
Nur jetzt, wo wir im spirituellen Kreis, spricht man auch gerne vom goldenen Zeitalter, wo wir in diesem Zeitalter hier in einer höheren Schwingung angekommen sind, diejenigen, die sich dagegen sträuben, das sind genau diejenigen, wo der Körper jetzt noch viel mehr Reaktionen zeigt. Warum? Weil die Seele noch mehr Botschaften über den Körper schickt, über das Herz. Hey, schau hierher. Du bist hierher gekommen mit einer ganz eigenen Botschaft. Es hat seinen absoluten Sinn, warum du hier bist. Bitte vertrau doch mal wieder dir selbst, halte doch mal inne und entdecke mal die tiefe Weisheit in dir. Es gibt so einen schönen Spruch, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält. Und das ist etwas, was wir ja nicht gelernt haben, die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, auch für unsere Gesundheit. Und da gibt es so ein schönes Sprichwort, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält und zum Körper sagt: Geh du vor, auf mich hört er nicht, mit er ist der Mensch gemeint. Und der Körper sagt: Okay, ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben. Und jegliche Signale, die deine Seele dir schickt auf der körperlichen Ebene, sei es mit egal was. So unsere Zivilisationskrankheiten, egal was. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend mit so vielen Beispielen. Ich würde dich einfach nur gern dazu einladen, mal zu schauen, in dich selbst zu lauschen, wo schickt dein Körper dir Signale, deine Seele über deinen Körper dir Signale, wo du vielleicht auch bis eben sogar glaubst, ja, das ist halt so, mit zunehmendem Alter ist das halt so. Es ist halt normal, dass, keine Ahnung was. Egal welches körperliches Signal, und ich bin auch manchmal erstaunt, ganz ehrlich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und ich frage, welche Botschaften schickt deine Seele dir denn über deinen Körper? Ja, nichts. So, wenn wir da näher hinschauen, dann kommen so viele Signale bei raus, wo wir sogar dazu geneigt sind, um zu sagen, das ist normal, das ist halt so. Was wäre, wenn es normal wäre, wirklich komplett gesund zu sein, sodass die Seele dir überhaupt keine Botschaften über den Körper schicken bräuchte? Wie geht das? Indem du dem Ruf deiner Seele auch folgst, indem du tatsächlich deine Mission erkennst, deinen Seelenplan entdeckst und ihm auch folgst. Das ist ja etwas, was du auch möchtest. So, was hält dich eben davon ab? Vielleicht ist es die Klarheit, was genau das eine Ding ist, was dich wirklich ausmacht. Und dann geht es darum, für dich als vielbegabte Persönlichkeitskennerin oder wie auch immer du das nennen möchtest, welche Begriffe es dafür auch immer gibt noch in deiner Welt, alles zusammenzufügen, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht. Und jetzt lausch mal in dich hinein, lausch mal auf dein Herz. Vielleicht magst du auch mal kurz die Augen schließen und deine Hände auf dein Herz auflegen. Und mal die Frage stellen, liebes Herz, liebe Seele. All diese Botschaften, die du mir bis eben schickst auf der körperlichen Ebene, egal was es ist, wenn ich dir verspreche, dir ab heute zu folgen, hast du dann auch Gründe, mir Botschaften zu schicken? Was kommt da? Ein Ja oder ein Nein? Oder geht da irgendwo ein Raum auf oder wird es da eher eng? Was macht das mit dir, wenn du dir selbst mal diese Frage stellst? Ich würde dich damit nur mal gerne dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen,
dass auf der einen Seite das Universum, das Leben immer wohlwollend an deiner Seite sind, immer. Es geschieht nie etwas, um dich mit irgendetwas zu bestrafen oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die uns auch übergestülpt wurden aus einer kirchlichen Ecke oder was auch immer. Das Leben, das Universum ist immer wohlwollend an deiner Seite. Und wie viel mehr kannst du dir ab heute erlauben, auch mal mit dem Universum, mit deinem höheren Selbst, mit deiner Seele, mit deinem Schutzengel oder welchen Namen, mit deinem Higher Self, mit der Natur zu kommunizieren, welchen Namen du dieser Instanz auch immer geben möchtest. Statt den Programmen und Prägungen, die in dir angelegt sind, unterbewusst und auch unbewusst, einen Raum zu geben und das ans universelle Feld auszusenden, sodass das Universum zwar denkt, ich nenne es immer so, wie, um dir ein metaphorisches Bild mitzugeben, die Universumskellnerin, jetzt bestellt sie das ja schon wieder, ich würde ihr ja gerne was anderes liefern, aber okay, dein Wunsch ist mir Befehl, ich liefere es dir halt wieder. Und dann wundern wir uns wieder, warum wir immer noch keinen Schritt weiter gekommen sind und uns wieder im Kreis drehen und schon wieder diese Disharmonie in Form von Krankheitssymptomen geschickt bekommen. Und dann, sorry jetzt vielleicht auch, wenn ich dich damit triggere, sind wir dazu geneigt, uns die Geschichte zu erzählen. Ich muss mich jetzt erst um meinen Körper kümmern, ich muss jetzt erst das und das machen, um gesund zu werden, und dann kann ich dem Ruf meiner Seele folgen. Dann kann ich mir mein Leben freigestalten. Das Ding ist nur, gerade weil du ja bis eben nicht wirklich dem Ruf deiner Seele folgst oder gefolgt bist, und da geht es jetzt auch wiederum nicht darum, dich deshalb zu be- oder verurteilen, sondern es geht einfach nur mal um das zu erkennen. Sobald du beginnst, dich wirklich auf den Weg deines Herzens zu begeben und dann je nachdem auch zusätzlich natürlich noch deinen Körper unterstützt im Hinblick auf die Heilung, weil einfach schon so viele Disharmonien vielleicht da sind, das ist doch das Ding, was wirklich alles verändert. Gibt dir ein Beispiel dazu. Und ich weiß auch von körperlichen Signalen aus meinem eigenen früheren Leben, wie kreativ die Seele da ist, von Rückenschmerzen, ständigen Nackenverspannungen, die ich natürlich auch darauf bezogen habe, dass ich halt im Büro eine Bürotätigkeit habe. Wie oft hat die Hexe mich geküsst, sprich Hexenschuss. Wie oft hatte ich auch Probleme mit Neurodermitis, mit Augenschmerzen, Asthmaanfälle waren eine Weile ein Thema bei mir und ganz, Gott sei Dank nie alles auf einmal. Erkältungen natürlich auch, klar, wo ich mir dann die Geschichte erzählt habe, auch erst ja normal, dass man ein-, zweimal im Jahr oder zwei-, dreimal im Jahr erkältet, das ist ja normal. Dabei wollte meine Seele mir sagen, hey, du hast die Schnauze voll von dem, was du bis eben lebst. Jetzt lausch doch einfach mal hinein. Lausch doch mir mal, was ich dir zu sagen habe. Weil unsere Seele, die kommuniziert mit uns auf eine Art und Weise, was man uns auch nie beigebracht hat, nämlich über die leise Botschaften von Gefühlen. Nur wir sind dazu geneigt, diese Gefühle zu unterdrücken. Spielen auch nochmal viele unbewusste Kindheitsmuster mit einer Rolle. Man hat uns das nicht beigebracht, mal zu lauschen, wenn wir Angst haben. Wo sitzt denn die Angst? Wenn wir traurig sind, welche Botschaft verbirgt sich denn dahinter? Wir sind Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken und damit eben auch die leise Sprache unserer Seele überhaupt nicht zu erkennen und wahrzunehmen. Und je mehr wir sie missachtet haben, je mehr Botschaften schickt sie uns über den Körper,
auf der mentalen Ebene auch in Form von Depressionen, Burnout. Das sind alles Dinge, die in meinem, wo ich von meinem früheren Leben spreche. In Form von Lethargie, in Form von Traurigkeit, in Form von Wut, von Zorn, von Ärger. Und wie sehr hadern wir dann mit Dingen im Außen, wo wir glauben, dass das Leben oder irgendetwas, irgendjemand uns für etwas bestrafen möchte. Und was wäre, wenn es alles Hinweise wären, um in dich hineinzulauschen, und deine eigene Wahrheit ans Licht zu lassen und ihr zu lauschen und viel, viel mehr wieder dir selbst zu vertrauen. Und das sind genau die Dinge, wo ich seit 2010 jedes Jahr in diesen Zauber der Rauhnächte eintauche. Und diese tiefe innere Weisheit anzapfe, um damit einfach mal eine Planung für das neue Jahr zu machen. Das ist auch das, was ich gemeinsam mit der wunderbaren Community mache, die gerade dabei ist zu entstehen, online dieses Jahr. Und dieses Jahr werden die Rauhnächte eine ganz besondere Qualität, ja, aufgrund dieser besonderen Situation auch haben, wo wir gemeinsam eintauchen. Und wenn ich von den Rauhnächten spreche, das sind die Tage zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, die Tage und die Nächte. Und wir beginnen am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende, mit besonderen Ritualen und Anleitungen zur Vorbereitung, um dann in jeden einzelnen Monat des neuen Jahres einzutauchen und die tiefe innere Weisheit, die in dir verborgen ist, anzuzapfen, um das Thema ins Bewusstsein zu lassen, was beruflich für dich ansteht, privat und auch gesundheitlich. Das sind immer alles Dinge, die für mich ineinander greifen. Es gibt in meiner Welt keine Trennung zwischen Beruf und Privat. Beispiel: Wenn du beruflich etwas machst, was dir total Freude macht, aber privat Situationen hast, die dir ganz, ganz viel Energie rauben, wird sich das unweigerlich irgendwann auch auf deine berufliche Situation auswirken. Und umgekehrt genauso. Wenn du privat, wenn da alles in Butter ist, aber du machst jeden Tag beruflich Dinge, die dir viel mehr Energie rauben, als dass sie dir schenken, wird sich das auch unweigerlich irgendwann auf dein Privatleben auswirken. Und wenn da irgendwo beginnt, das Fass überzulaufen, wird unweigerlich auch deine Seele dir Signale über den Körper schicken, sprich auf der gesundheitlichen Ebene. So sind diese Zusammenhänge. Das sind alles Naturgesetze, die wir auch nicht außer Kraft setzen können. So, und deshalb, das ist auch das Geheimnis, dass sich dahinter verbirgt, wirklich erfolgreich, sich ein erfolgreiches Leben zu gestalten, in den Rauhnächten wirklich den Grundstein zu legen, um tatsächlich das neue Jahr so zu gestalten, wie man es wirklich möchte. Weil, ich habe ja eben erwähnt, jedem einzelnen Monat des neuen Jahres ist eine Rauhnacht zugeordnet oder umgekehrt. Und in der jeweiligen Rauhnacht kannst du deine tiefe innere Weisheit anzapfen. Was genau steht im Januar für dich an? Was genau steht im Februar für dich an? Im März und. So hast du zwar eine komplette Jahresplanung, die aber nicht irgendwo aus dem Kopf entstanden ist, sondern die aus deiner tiefen inneren Weisheit entstanden ist. Für diese drei Bereiche, gesundheitlich, privat und auch beruflich. Und hast so überschaubare Zeiträume, in denen du dich mit diesen Themen, nicht in diesen Themen, sondern mit diesen Themen widmen kannst,
Und so ergibt eins das andere und so gibt das alles ein wunderbares Ganzes. Deshalb waren die Rauhnächte 2010, als ich damit angefangen habe, mit für mich die Basis, der Grundstein, eines der wichtigsten Elemente, auf dem alles weitere aufgebaut werden konnte, um tatsächlich durchzustarten. Und wir werden dann vom 6. oder 7. Januar bis zum 19. Januar uns nochmal ganz intensiv mit, also die Teilnehmer, mit dem Seelenplan beschäftigen. Ich tauche da auch jedes Jahr immer nochmal tiefer in meinen eigenen Seelenplan ein. So ist zum Beispiel dann auch irgendwann mal die Idee geboren worden, eine Akademie zu gründen, die es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren gibt, wo ich wunderbare Menschen wie dich auch dabei begleite, außerhalb der Rauhnächte tatsächlich die eigene Mission zu entdecken, den Lebensplan, die Seelenaufgabe, um daraus auch den Seelenberuf zu kreieren, also tatsächlich dem Ruf der Seele zu folgen, um sich dann wirklich ein freies Leben zu gestalten. Und was wäre, wenn genau darin diese Botschaft, das Geschenk für dich wäre, jetzt in dieser besonderen Zeit, jetzt, wo das Universum dich zu mir geführt hat, jetzt, wo du meinen Worten hier lauschst, tatsächlich das wirklich mal aufzunehmen mit deinem Herzen und aufzuhören, dir Geschichten zu erzählen, warum es jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt ist, warum die finanziellen Mittel es jetzt nicht gerade zulassen, warum, 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 warum auch immer. Und stattdessen jetzt eine Entscheidung treffen würdest für dich. Yes, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich höre jetzt auf zu suchen. Ich beginne jetzt umzusetzen. Ich beginne jetzt mal alle Schleier, alle Prägungen, alle Themen, die da über mich gelegt wurden, auf dem Weg zu meinem Seelenplan tatsächlich zu lüften. Höre auf, in vergangenen Geschichten rumzuwühlen und nochmal Themen aus der Vergangenheit anzuschauen und nochmal mit irgendwelchen Ritualen aufzulösen und, sondern begib mich jetzt wirklich auf den Weg meines Herzens. Folge wirklich dem Ruf meiner Seele und beginne wirklich ein freies Leben mir, für mich, für die Familie und auch für die Kinder zu gestalten. Das war eines meiner wichtigsten Antriebe, den Kindern mal das mit auf den Weg zu geben, was ich ihnen wirklich mit auf den Weg geben wollte, nämlich wirklich dem Herzen zu folgen und nicht irgendeinen Beruf oder irgendein Studium oder irgendetwas zu machen, der Ausbildung wegen oder des Studierens willens, wo man denkt, naja, Hauptsache ich habe irgendwann mal was in der Hand. Das sind ja alles Muster und Prägungen. Und wie viel mehr kannst du da jetzt mit einer Entscheidung wirklich deine innere Weisheit anzapfen, deiner Intuition folgen, das, was wirklich in dir verborgen ist? Und wie viel leichter machst du es dir damit, auch wenn der Kopf das jetzt nicht greifen kann und einfach nur rebelliert und denkt, also großhirnmäßig, wie soll das funktionieren? Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Es ist doch das und das und das da draußen. Das geht doch jetzt nicht, weil, weil, weil. Das sind alles Dinge, wo es auch noch mal so zwei in zwei Richtungen geht. Entweder, und das machen auch sehr viele, und deshalb sage ich dir das hier offen, du hast jederzeit die Wahl zu denken, okay, jetzt wird es wirklich unangenehm, jetzt geht es dann wirklich darum, in mich zu investieren, wirklich radikal ehrlich in mich hineinzulauschen, zu schauen, auch mit einer Begleitung, mit einem Mentor an meiner Seite in die unbewussten Themen, die das verhindert haben, bislang wirklich den Weg meines Herzens zu gehen. Jetzt kommt wirklich dieser ganze Kram mal hoch, der gelöst werden darf. Und jetzt betrete ich wirklich die Bühne meines Lebens
Und bekomme wirklich mal Antwort darauf, warum ich überhaupt hier bin. Was ist mein Beitrag für diese Welt? Was ist die Mission, die ich mitgebracht habe? Jetzt wird es verdammt unangenehm. Jetzt wird es verdammt unbequem. Ach nee, so schlecht geht es mir ja eigentlich gar nicht. Es gibt da draußen so viele, denen geht es noch schlechter als mir. Ich sollte doch vielleicht dankbarer sein und zufriedener sein mit dem, was ich habe. Ach nee, jetzt erstmal noch dies und erstmal noch das und erstmal noch das. Und schon sind wir wieder in so einer Schleife drin. Das Leben zieht weiter an uns vorbei. Ein Jahr nach dem anderen, bis wir dann irgendwann denken, hätte ich doch nur. Sorry für den Trigger, ich war einige Jahre in dieser Richtung unterwegs. Deshalb teile ich das so offen mit dir. Und wenn es dich jetzt triggert, ist es genau das, wo du hinschauen darfst, weil es definitiv auf Resonanz in dir stößt, weil du genau das vielleicht schon unbewusst oder auch unterbewusst, ich unterscheide immer gerne, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Unbewusstes. Das sind so die blinden Flecken, die in uns sind, wo es einfach jemanden, einen Mentor braucht, der mit dir da hinschaut. Das war für mich die schwierigste und auch die beste Entscheidung, die ich mal getroffen hatte, mich immer begleiten zu lassen. Bis heute habe ich Mentoren an meiner Seite, die mich begleiten, weil das ganze Leben ist Weiterentwicklung, ist Wachstum. Wir leben jetzt mit der kompletten Familie ein ganz anderes Leben als noch vor ein paar Jahren. Aber dennoch ist ja hier jetzt nicht Ende, sondern ein Baum will ja auch immer weiter wachsen. Und dann gibt es die anderen und da hast du die Wahl, wo du dich entscheiden kannst, wofür ich mich ja auch mal entschieden habe. Oh. Jetzt wird es verdammt, verdammt unbequem, wirklich mal die Bühne des Lebens zu betreten. Aus diesem Briefkasten-Postkartendenken rauszugehen, die Komfortzone wirklich zu verlassen, wirklich die Bühne meines Lebens zu betreten, wirklich meine Mission zu erkennen, wirklich meinen Seelenplan auch anzunehmen, dem Ruf der Seele auch wirklich zu folgen, in mich zu investieren, wirklich meine Botschaft mit der Welt da draußen zu teilen und die Welt ein Beitrag zu sein zu dem Ort, wie wir sie alle gerne hätten. Jetzt wird es verdammt unbequem. Jetzt kommen die ganzen Ängste und Urängste auf und das Stammhirn rebelliert, das machen wir jetzt auf überhaupt gar keinen Fall. Genau, das ist der Weg, da gehe ich durch. Das hast du bestimmt schon mal gehört, hinter deiner größten Angst steckt dein größtes Potenzial. Und da haben wir die Wahl zu sagen, nee, jetzt wird es unbequem. Nee, 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 es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil, 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 egal was wir uns da erzählen. Oder, und das entscheidet auch über Erfolg oder in Anführungsstrichen Misserfolg, dahingehend nicht in dem freien Leben anzukommen, das du dir so sehnlichst, vielleicht schon so lange wünschst, deine großen Träume, wo du dir bis eben sagst, ach ja, es wäre ja schön, aber wenn es dann nicht, ist ja auch nicht so wichtig. Gibt ja wichtigere Dinge als frei zu leben, gibt ja wichtigere Dinge als keine Ahnung, was auch immer du möchtest. Oder du sagst, okay, ja. Ich ja auch mal, jetzt wird es total unbequem. Jetzt, wie sagt man so schön, Butter bei den Fisch. Jetzt wird es heftig. Jetzt ist da wie so eine Wand vor mir, mit gefühlt 1000 Schranken noch vorne dran. Genau. Ich gehe durch und ich weiß, das Universum, das Leben ist immer an meiner Seite. Und es ist so, so viel für dich, wo du jetzt meinen Worten hier lauschst, möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Und was ich früher auch, ich weiß nur so schön, als einer meiner Mentoren zu mir gesagt hat,
Beginne mal bitte wieder groß zu träumen, groß zu denken und groß zu träumen. Ich könnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich könnte nichts damit anfangen. Ich brauchte eine genaue Anleitung, was damit gemeint ist, weil so viele Prägungen und Themen und Schleier über mir waren, die das überhaupt nicht zugelassen hatten, mal wirklich groß zu denken, was das heißt. Auch zu denken, dass nach oben nie Grenzen gesetzt sind. Und das wollte ich dir damit abschließend sagen. Wie viel mehr ist für dich möglich, als du es bis eben für möglich hältst? Viel, viel mehr als das. Und bitte wisse, im universellen Feld ist alles für dich vorbereitet. Immer noch. Du hast vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen, mal hierher zu kommen. Dieser Plan war da und er ist auch jetzt noch da. Und du hast jetzt die Wahl. Wofür entscheidest du dich? Gehst du jetzt da durch die Wand oder bleibst du vor der Wand? Das ist etwas, wo wir einen freien Willen mitbekommen haben. Jeder von uns erschafft sich seine Lebenswirklichkeit selbst, immer, auch jetzt. Diese universellen Gesetze, die gelten immer, auch jetzt. Und so gesehen, sobald du beginnst, auf dein Herz zu lauschen, wirklich die Botschaften deiner Seele zu erkennen und ihr zu vertrauen, weil unser Herz hat eine viel größere Intelligenz als alles andere, werden so viele wundersame Dinge auch in deinem Leben geschehen, wo du dann rückblickend wahrscheinlich denkst, oh, warum habe ich es mir nur so viele Jahre so schwer gemacht, habe so gekämpft mit allem Möglichen. Wie viel einfacher hätte ich es haben können. Aber dennoch, du darfst jetzt und heute eine neue Entscheidung treffen, hättest du es gerne. Und so gesehen darfst du auch jetzt die Entscheidung treffen, dich in den Zauber der Rauhnächte einzulassen, diese besonderen Energien zu nutzen, zu starten, auch in der Wintersonnenwende, wenn die längste Nacht der kürzeste Tag ist, um noch einmal so das Gröbste an Schatten, an Themen einfach loszulassen, dem Universum zu übergeben, dich zu reinigen. Da gibt es ganz viele wunderbare Rituale dazu, die nächsten Tage dann auch zu nutzen, bis zum 25., denn die Rauhnächte dann tatsächlich beginnen. Das sind so die Zeiten, die du auch unter dem Aspekt kennst, zwischen den Jahren. Das sagt man ja, dass, das habe ich als Kind gespürt. Ich habe als Kind immer schon wahrgenommen, da ist irgendwie eine andere Energie da ist irgendwas anders. Ich hatte damals nur niemanden, mit dem ich mich hätte unterhalten können, der mir da Informationen dazu hätte geben können. Und dann einfach auch diese Botschaften von dem jeweiligen Monat des neuen Jahres in dein Bewusstsein lässt und dann aus diesen 12 Botschaften, die da entstanden sind, 12 Monate, 12 Botschaften, beruflich, gesundheitlich und privat, also eine Menge Informationen, werden da dich erwarten, wenn du dich dafür entscheidest, dich darauf einzulassen und dann sogar auch noch anschließend ein paar Tage dich damit beschäftigst, was genau deiner Lebensaufgabe, deinem Seelenplan entspricht, um dann wirklich, wirklich 2023 in dem Leben anzukommen, wo du bis eben sagst, das ist eigentlich längst überfällig. Ich will jetzt wirklich durchstarten. Und wenn du möchtest, kannst du das natürlich gerne auch mit uns gemeinsam in der Community. Ich poste dir nachher noch den Link rein, wo du dir deine Teilnahme auch da sichern kannst. Dann bekommst du ein Jahreserfolgsmonatsbuch, du bekommst Rituale, du bekommst Anleitung, du bekommst alles, was es einfach dazu brauchst, kannst dich ganz bequem zurücklehnen und jeden Tag
dir die Anleitung anschauen und dich so durchleiten lassen. Wie viel einfacher ist das dann natürlich, als ganz alleine sich da durchzuwursteln. Ist auch so eine Prägung, als wir aus der Schule gekommen sind, Abschluss gemacht haben, haben wir gedacht, so jetzt wissen wir, wie alles funktioniert, jetzt muss ich das alles alleine schaffen. Oder auch aus Kindheitsprägungen, ich muss immer alles alleine schaffen. Das hat natürlich auch viel mit dem Selbstwert zu tun, mit der Selbstliebe, es alleine schaffen zu müssen und zu wollen. Auch eines meiner größten Herausforderungen aus meinem früheren Leben, dass ich es mir wert sein darf, Hilfe zu holen, Anleitungen zu holen, und zwar von Menschen. Das würde ich dir abschließend auch noch gern mit auf den Weg geben, sich Ratschläge, Empfehlungen, Impulse zu holen. Das ist wunderbar. Und wenn du dir Ratschläge, Impulse, Empfehlungen holst, für welchen Bereich auch immer, bitte, bitte, oder auch welche bekommst, ohne dass du danach gefragt hast, bitte schau immer, wo steht derjenige? Steht er auf der gleichen Höhe wie du? Und das hat jetzt nichts mit Bewertung und Beurteilung zu tun, mit anderen Worten. Ist der oder diejenige in dem Leben, wie du es auch gerne hättest? Oder ist er eher so auf deiner Wellenlänge unterwegs, hat auch ein tiefes inneres Wissen in sich, genau wie du, und gibt dir aus diesem Aspekt Empfehlungen und Ratschläge? Weil wie beim Navigationssystem im Auto, du kannst das Navigationssystem im Auto, dem kannst du nur erfolgreich folgen, wenn das genau den Weg weiß, wo es hingeht. Wenn das Navigationssystem schon selbst nicht weiß, wie es geht, wie willst du dir dann den Weg zeigen? Und das ist auch damit gemeint, wir sind immer der Durchschnitt von den 5 Personen, von den 5 Menschen, mit denen wir uns in erster Linie umgeben. Und deshalb ist es so hilfreich, wirklich zu schauen, wer gibt dir Informationen, wer gibt dir Ratschläge, wer gibt dir Impulse, wo steht die Person? Steht die wirklich dort, wo du hin möchtest? Dann gerne folgen, ansonsten eher nochmal hinterfragen. Such dir Menschen in deinem Umfeld, die dort sind, wo du hin möchtest, weil nur die, wie beim Navigationssystem, können dir wirklich den Weg zeigen und vertraue viel, viel mehr noch als bis eben der tiefen inneren Weisheit. Öffne dich dem Gedanken, dass viel, viel mehr an Wissen, an Weisheit in dir verborgen ist, als das, was du bis eben lebst, dass das universelle Feld alles für dich vorbereitet hat und immer an deiner Seite ist, wohlwollendes Leben. Und dass viel, viel mehr gerade jetzt für dich möglich ist, und dir ein Leben nach deinem Herzen für dich und für deine Familie zu gestalten. Und wenn du möchtest, gerne auch mit uns zusammen in den Zauber der Rauhnächte das zu nutzen, dich zurückzulehnen, ganz entspannt und dich da durchleiten zu lassen. In diesem Sinne, den Link findest du im Kommentarfeld oder über dem Video, du weißt wo. Das Universum wird dir zeigen. Hab noch einen wunderschönen zweiten Adventssonntag und öffne dich dem Gedanken, dass gerade jetzt viel, viel mehr möglich ist für dich und dass ein wunderbares, freies Leben auch auf dich wartet, so wie deine kühnsten Träume, die in dir verborgen sind, auch wenn du sie vielleicht bis eben gar nicht mehr so richtig zulassen möchtest. Es ist möglich für dich. Bitte wisse das. Hab einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.